Novena zum heiligen Pater Pio, zweiter Tag. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Pater Pio, Heiligsprechung 1999, war nicht nur ein großer Heiliger, Mystiker und Priester, sondern ebenso ein begnadeter Seelenführer. Tausende aus aller Welt wurden seine geistlichen Kinder, für die er betete, opferte und denen er auf dem Weg der Heiligkeit half. Um ein geistliches Kind Pater Pius zu werden, sollte man täglich den Rosenkranz beten und oft zu den Sakramenten gehen. Worte Pater Pius zu seinen geistlichen Kindern. Gehorche prompt. Denke nicht nach über Alter oder Verdienst der Person. Und um das zu können, stell dir vor, dass du dem Herrn selbst gehorchst. Wo der Gehorsam fehlt, gibt es keine Tugend. Wo es keine Tugend gibt, gibt es nichts Gutes. Wo das Gute mangelt, gibt es keine Liebe. Wo es keine Liebe gibt, ist Gott abwesend. Wo Gott abwesend ist, gibt es keinen Himmel. Mut nach dem Kampf kommt Frieden. Zweiter Schmerz Mariens, Flucht nach Ägypten und Kindermord in Bethlehem. Der Engel sprach zu Josef: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und fliehe nach Ägypten. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Matthäus 2,12. Als Herodes sich von dem Weisen getäuscht sah, geriet er in Zorn, sandte hin und ließ in Bethlehem und in seiner ganzen Umgebung alle Kinder im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Matthäus 2,16. Ich verehre diesen Schmerz, o liebe Gottesmutter, und bete. Jesus Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, mit dem du, o Jungfrau, Mutter, nach Ägypten fliehen musstest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern,
und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, mit dem du, o Mutter, unter Schmerzen nach Ägypten geflohen bist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, mit dem du, o Mutter, unter Schmerzen nach Ägypten geflohen bist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, mit dem du, o Mutter, unter Schmerzen nach Ägypten fliehen musstest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, mit dem du, o Mutter, unter Schmerzen nach Ägypten geflohen bist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, mit dem du, o Mutter, unter Schmerzen nach Ägypten fliehen musstest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, mit dem du, o Mutter, unter Schmerzen nach Ägypten fliehen musstest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.